Alles in Ordnung bei Ihnen. Hallo und herzlich willkommen zur Videospendenfolge Nummer 35. Wir starten mit einem Bambusler. Der Bus da blinkt nämlich links. Es wird heute auf jeden Fall nicht nur bei dieser mittelschweren Verwirrung bleiben. Bereits an der nächsten Kreuzung weiß der Fahrzeugführende nicht über grundlegende Konzepte der Vorfahrt Bescheid. Also ich muss sagen, der hat echt meine künstlerische Ader geweckt. So schöne Linien gibt es mit ABS auf jeden Fall nicht mehr auf dem Asphalt. Los! Kommt doch irgendwann ein Ende? Zufällig heute noch am besten? Nils steht da nämlich schon eine halbe Ewigkeit. Das ist schlecht. Oh fuck. Ja, so fühlst du dich, Alter. Gut, wenn ich irgendwann eine weiße Haube sehe, weiß ich vielleicht, dass Videos von uns. Ja, bei euren Videos war ich ja schon einmal. Ja? Ja, im Schnee. Nice. You can't park this, huh? Grüner Leuchtfall heißt ja uneingeschränkte Vorfahrt. Warum es allerdings zum Umwechseln auf eine normale Ampel eine kurze Rotphase gibt, zeigt dieser Clip ziemlich gut. Fährt der einfach drüber, glaube ich, drin. Vor allem gefährdet er die Kinder, die eigentlich gerade loslaufen wollten. Timingtechnisch wären die, wenn er bei grün gefahren wäre, schon unübersehbar auf der Straße gewesen. Deswegen die kurze Rotphase. Also der hat dem Reihenhändler selbstbewusst in die Augen gestarrt und das Pacing erhöht. Der fährt nach dem Abbiegen einfach die komplette Zeit schon direkt auf der Gegenspur, um nicht mal ansatzweise die Absicht anzuzeigen, dass er überhaupt warten würde. Na, Typo, gute Laune? Ja, geht das noch etwas mehr auf meine Spur, du bist nicht, Alter. Ich würde sagen, vielleicht. Ausfahrten kommen ja immer so plötzlich. Alter, wann fährst denn du ab? Überholzwang? Let's go. Ja, nicht 2 Wochen hintereinander. Hallo da! Echt krass, in den 3 Tagen, wo Adrian dieses Auto hatte, wurde er einfach unfassbar oft gekonnt ignoriert. Yeah, boy! Also ich finde die Situation zum Schießen. Alles in Ordnung bei Ihnen? Tatsächlich nein, das war nämlich eine besorgte Katzenmutter. Vermutlich von dieser Katze. Aber Richard war jetzt nicht wirklich gefährlich schnell unterwegs, meiner Meinung nach. Da dann mit Winken direkt vor die Karre zu springen, wirkt für mich etwas übertrieben. Und der Mittelfinger übrigens auch. Doppelt verschwenken will gelernt sein. Boah, Alter. Bruh. Chirosto wieder ein Ehrenmann am Biegen. Denk dran, lieber einmal mehr fragen, als einmal zu wenig. Alles gut? Okay. Und beim Losfahren Schulterblick machen. Keine Ahnung, ob da auch schon 70 und Überholverbot war, aber ich weiß gewiss, da vorne ist es. Vollidiot. Denn dummerweise ist der Clip noch nicht zu Ende. Vor allem bringt tut sie in der Kurve, Alter, wie? Der sieht doch gar nichts. Das ist schon eine schlaue Idee. Auf jeden Alter, Fall. Was war das? Wenn ich ehrlich bin, auch wenn er den Kadett da hinten geschnitten hat, ich glaube, jede Auffahralternative wäre uneleganter gewesen. Einem herannahen Gespann davor ziehen? Immer sinnvoll. Wenn er wenigstens das Gaspedal finden würde. Kimmel! Hier ist gefühlt selbst die Verwirrung verwirrt.
Wie der Clip davor hat Mitteilung folgt, das ja auch Platz da, ich muss tanken genannt. Und so ein Fahrmanöver, obwohl das Rote kein Fahrradfahrer, sondern ein Auto ist. Wild. Gucken wir uns das Verkehrsschild an. Aha, linke Spur geradeaus und links, rechte Spur Rechtsabbieger. Torben sagt, hattet ihr sowas auch schon? Situationen antizipiert? Genau gewusst, was so passieren wird? Torben hatte auf jeden Fall recht. Was habe ich gesagt? Hier rechts seht ihr einen schwarzen BMW, der einem weißen relativ nah auf den Hacken hängt. Ob der vordere jetzt wegen der Bahnschwellen so abgebremst hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist der schwarze BMW ziemlich angepisst. Tja, und jetzt schleichen wir dahin mit 20 km/h. Allerdings wird der weiße BMW jetzt auch nicht schneller. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der einfach schon die ganze Zeit so langsam gefahren ist. Das würde auch die Ungeduld von dem Schwarzen erklären, der sobald sich die Möglichkeit ergibt, Vollgas gibt. Auf jeden Fall ist der Fahrer unsicher, ob beim Fahren, weil es durch den Bus eng wird, oder er guckt, ob er da links rein will. Nach der Abzweigung, wo alles frei ist, wird er zumindest ein bisschen schneller. Aber eine Weiterentwicklung sehen wir nicht. Muss man nichts dazu sagen, ne? Weil hier biegt er ab. Oder was? Ja, hat ja auch nicht mehr viel gefehlt. Endlich wird die linke Spur von dem roten Kleinwagen geräumt. Schirosso gibt Gas. Tja, manchen geht's halt trotzdem nicht schnell genug, ne? Zehn Meter Sicherheitsabstand zu Schirosso, das reicht doch. Dummerweise bremsen die vorne jetzt hart. Nein! Alter, ey. Der hat auch einen Schuss nicht gehört. Bruh. Volvo Man will auf dem Parkplatz. Der Golf vor ihm auch. Ah nee, achte mal drauf. Der fängt jetzt hier an zu wenden. Oder was? Was ist denn das hier? Haha, ich glaube, die Schranke hat euch genauso gekriegt wie Volvo Man in der Situation. Tja, live in der Situation hat man halt die Aufmerksamkeit immer in eine Richtung. Achtet mal drauf, wie beim Zurücksetzen jetzt erst nach so einem halben Meter ungefähr die Scheinwerfer auf dem Schlagbaum auftauchen. Das heißt, er war ungefähr einen halben Meter unter die Schranke runtergerutscht. Auf jeden Fall ein bisschen peinlich. Besonders jetzt, wie ihm beim Mende-Manöver alle zugucken, die da stehen. Naja, er hat es dann aber tatsächlich noch geschafft, durch eine andere Einfahrt auf den Parkplatz zu fahren. Da war nicht zu. Hababa. Euer Horsi.